Moin Leute. Moin Leute. Wir sind wieder zurückgekehrt. An einen relativ windigen Ort, ne? Das stimmt, ja. Axel, wann waren wir das letzte Mal hier? Ich habe gerade schon überlegt. War es nicht? Es war kalt, das weiß ich. Ich glaube, das war dieses Frühjahr, wenn ich mich nicht täusche. April oder sowas gefühlt? März, irgendwie April? Irgendwie sowas, ja. Genau. Und da haben wir euch ja ein Versprechen gegeben, dass wir nochmal in den Ort zurückkommen und ihn weiter erforschen wollen. Axel, wo sind wir? Wir sind wieder in der Haseldorfer Marsch gelandet. Genau, mit herrlichem Weitblick. Ja, und herrlichem Weitwinkel. Und wir erforschen heute den Ort, den wir letztes Mal nicht gefunden haben. Nämlich? Bishorst. Bishorst. Das verschwundene Dorf. Ja, ich bin sehr neugierig. Ich auch. Ich habe extra vorher nicht weiter geguckt. Ich bin auch gespannt, ob wir überhaupt den Zugang finden, weil wir beim letzten Mal hier ja, an dieser Stelle so ein bisschen gescheitert sind. Und dann sind wir wieder umgekehrt. Genau hier übrigens, ne, auf diesem Weg hinterm Deich. Stimmt, aber wir spielen ja mit offenem Visier, sag ich mal. Visier, offenen Karten, ne? Genau, ich habe mir Hilfe geholt von der Komoot-App. Das ist so eine Wander-App, die mir empfohlen wurde. Und die wissen angeblich den Weg. Also wir verlassen uns heute mal auf die moderne Technik. Mal gucken, ob das klappt. Also drückt uns die Daumen und dann hoffentlich bis gleich in Bishorst. So, hier ist jetzt die Abbiegung. Ja, nach längerer Zeit unten am Deich entlang ist sie doch noch gekommen. Und genau, die Abbiegung hier mitten ins... Ja, und der Regen ist leider auch gekommen. Tatsächlich, ja. Untypisch für Neuscheck, muss ich sagen, ne? Ja, aber es passt irgendwie zu dem Ort und ja, zu diesen Elbmarschen. Den Ort, den es vielleicht ja gar nicht mehr gibt, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber das erklärt auch, warum wir es letztes Mal nicht gefunden haben, weil es halt wirklich, man muss doch ganz schön weit laufen. Ja, aber bisher hat auf jeden Fall die Komoot-App uns gut geleitet, muss man sagen. Stimmt, ja. Gerade diesen, ja, für mich ist das so ein Hügel, aber du meintest ja gerade, das ist das oder der Bereich, wo die Wohnhäuser standen, ne? Genau, das ist hier die sogenannte Warft, auf der dieses alte Dorf stand. Mhm. Und das Dorf ist tatsächlich 1745 versunken. Das ist ja hier direkt an der Elbe. Und 1751 wurden dann die Reste abgerissen. Aber ach, damals schon? Damals schon, aber es krass. Gab immer noch so ein paar Häuser. Und das letzte Haus ist Ende der 90er abgerissen worden. Das war dann also nur noch ein Wochenende. 1990er. Genau. Und das hat hier gestanden. Das heißt, da, und das war noch bewohnt? Ja, so als Wochenendhaus stand das nur noch zur Verfügung. Krass. Also und wenn hier, ich mir vorstelle, hier ja, ein Wochenendhaus zu haben. Schon komisch, ne? Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es so ein bisschen ja, unheimlich auf gewisse Art. Ja, irgendwie. Also irgendwie für mich ist hier noch so irgendwie eine bewegte Geschichte spürbar. Also es wäre jetzt definitiv kein Ort, auch wenn ich hier ein ganz tolles Ferienhaus selber hätte. Und obwohl die Natur hier total klasse ist, ist glaube ich auch ein Naturschutzgebiet, würde ich hier jetzt nachts nicht übernachten wollen, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Und weiß man, wie groß das Dorf war? Also waren das jetzt, weiß ich, ein paar hundert Leute oder 10 Häuser und ganz wenige Menschen? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber wahrscheinlich eher klein, weil wenn das hier alles auf dem Hügel war, dann können das eigentlich nur ein paar Häuser gewesen sein. Eine kleine Siedlung, ne? Und es gab diese Eschenallee, durch die wir ja gekommen sind. Die war halt der Zugang früher. Und das hier ist wohl das ganze Dorf. Also man sieht hier diese Dorfmauer. Mhm. Wir können das gleich auch noch mal von unten filmen, dass man einen besseren Eindruck kriegt. Und jetzt hinter uns sieht man ja auch noch ein paar Obstbäume und so. Vielleicht, ja, obwohl die sind wahrscheinlich, die kamen erst die kamen später, nach, ja, nach ja, klar. Aber ich finde, das können wir gleich auch noch mal einblenden. Hier mit der Mauer, da sieht man, dass das schon ein Schutz, eine kleine Schutzmauer war, aber halt nicht sehr viel, ne? Ja. Also gut, wie hoch ist die vielleicht? 2,50 Meter oder was? Das ist ja echt nicht viel. Ja. Und wenn die Elbe hier, das, genau, wie ist das eigentlich? Das wurde einmal zerstört oder wie ist das so vom... Ja, das wurde mehrfach zerstört tatsächlich. Durch Hochwasser? Durch Hochwasser und dann
Stand, glaube ich, bis 1936 noch ein Haus und das wurde dann vom Blitz getroffen. Krass. Und also eine sehr bewegte Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Und ein Haus hat es halt, wie gesagt, noch bis in die 90er, aber da hat dann auch keiner mehr gewohnt. Also das ist, ich glaube, also ja, es klingt so nach so einer Legende, aber so ein bisschen so, als würde sich die Natur quasi, als würde das hier nicht, Ansiedlungen werden hier nicht geduldet quasi. Ja, so, ja, wie Natur, so ein, ne? Genau, wie so ein verwunschener Ort. Ja. Ja, wir kommen wieder zurück um die Kurve hier. Ja, der Rückweg hier auf dem, was sind das für Bäume? Eschen. Eschen, genau, auf der Eschenallee. Ja, was kann man sagen, Axel? Ja, wir hatten ja gerade noch so ein bisschen auch in diesem NDR-Bericht noch mal rumgescrollt. Und tatsächlich ist die Infolage relativ dünn. Mhm. Die vermuten, dass auf dieser Warft halt früher eine Kirche gestanden hat. Und da haben wir auch noch mal so hin und her überlegt und uns tatsächlich gedacht, wahrscheinlich waren hier auch noch mehr Häuser. Also wir haben ja gerade gesagt, nur da oben, aber wahrscheinlich war das hier alles irgendwie das Dorf. Das würde auch erklären, warum diese Eschenallee auch ein ganzes Stück von der Warft weg ist. Stimmt. Dass dazwischen schon Wohngebiet ist. Ja. Oder war. Ne? Ja. So, genau. Und dieser Hügel, vielleicht hat da, wie gesagt, nur die Kirche drauf gestanden, aber das war nur vielleicht der Kern des Dorfes. Mhm. So, ja. Macht, finde ich, mehr Sinn. Ja. Ja. Resümee, wie ist es bei dir? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Boris, also wir haben das ja machen wollen und es hat mich auch interessiert, das mal anzugucken, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht nochmal hingehen und es ist auch für mich jetzt kein Ort zur Entspannung, obwohl es ja mitten in der Natur ist, aber es ist schon, ja, schwieriger Ort, also ich bin froh, dass wir jetzt ehrlich gesagt wieder auf dem Rückweg sind. Wie ist es bei dir? Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, ich kenne keinen Noise-Check-Ort, an dem wir waren, wo ich so bedrückend und beklemmend und so spannungsgeladen empfunden habe. Das ist, finde ich, schon was sehr Herausragendes hier an dem Ort. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist schon atmosphärisch, ja, bedrückend, möchte ich sagen. So. Ja, finde ich auch. Und ich finde jetzt zu Forschungszwecken und auch jetzt gerade für uns, weil wir es ja auch im Frühjahr versprochen haben und ich war auch sehr gespannt, was uns hier erwartet. Aber das ist kein Ausflugsziel hier zum Wohlfühlen. ja, wie wir es ja an vielen anderen Orten bei Noise-Check erlebt haben. Ne? Absolut. Aber das gilt hier gar nicht. Ja, genau, interessant gesehen zu haben und ich mache da für mich auch ein Häkchen hinter. Ja. Und lass hier die Geschichte auch gerne Geschichte sein, muss ich sagen. Ja, eben, ich auch, ja. Ja, wir sind mit dem Auto gekommen, bis kurz hinter Haseldorf, seht ihr auf der Karte. Also wir sind heute nicht viel gelaufen. Man kann das Ganze in eine größere Wanderung einbinden, oder Fahrradtour, ne? Einbinden, ja. Das geht. Ja, finde ich gut. Aber es ist für uns jetzt nur so ein kleiner Abstecher. An einen verwunschenen Ort. An einen verwunschenen Ort, genau. Ja, in dem Sinne. Ja, wir wünschen euch, aber diesmal mit positiverer Wortbedeutung. Genau. Auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, eine gute Zeit, genau. Und genießt den Herbst und bleibt uns gewogen. Bis bald, Leute. Ciao.